Hallo zusammen, hier ist 80 und wir spielen heute wieder eine Runde Satisfactory. In der letzten Folge haben wir jede Menge erreicht. Wir haben die Atomkraft hochgezogen, wir haben Stickstoff abgebaut, wir haben eine neue Schwebebahn gebaut, da hinten ist sie. Ich habe dann vergessen, dass die Atommüll ja irgendwie auch abgebaut werden muss. Das wollen wir diese Folge hoffentlich besser machen, denn ihr seht es rechts oben schon, wir haben den neuesten Meilenstein erreicht oder wir können den nächsten Meilenstein erreichen und das werden wir gleich auch tun. Kurz vorweg, ich habe zwischen den Folgen etwas gebaut, da hinten sieht man es auch, wir gehen mal eben ein bisschen näher ran, per Zoom-Funktion hier. Da kommt ein Zug von meiner neuen Kunststoff- und Gummiplantage, so nenne ich es jetzt mal, weiter östlich von hier. Der kommt jetzt hier angefahren, fährt in den schon vorhandenen Sitzbahnhof da hinten und lädt da Gummi und Kunststoff ab. Das Ganze kommt von, wo gab es Öl hier? Hier habe ich schon Geothermal-Reaktor mal irgendwann mal früher gebaut. Hier ist die Schwefelgeschichte, die wir abbauen. Und dahinter gab es noch Ölfelder. Da habe ich so zwei Ölfelder angezapft und dann da Kunststoff und Gummi abgebaut, einfach weil wir mittlerweile zu wenig davon hatten. Ansonsten hat sich hier einiges auch noch getan. Ich musste Kunststoff noch ein bisschen upgraden oder die Kunststoffproduktion ein bisschen upgraden. Hier ist jetzt nun wirklich alles vollgebaut, was nur irgendwie geht. Ihr seht, das Chaos herrscht mittlerweile. Ich habe es dran gegeben, überhaupt irgendeine Art von Ordnung aufrechterhalten zu wollen. So sieht das dann halt aus. So ist es halt. Was soll ich sagen? Ich habe es ja nicht mehr weit, hoffe ich jedenfalls, bis ich alle Meilensteine und dergleichen mehr erreicht habe. Ich hoffe, ich behalte bis dahin noch einigermaßen Übersicht, was wo gemacht wird, sodass wir es dann irgendwie insgesamt schaffen. So, wir springen mal eben kurz zum Hub, der immer noch hier unten steht, in dieser kleinen Nische, könnte man sagen. Den könnte ich auch mal woanders hinbauen, aber irgendwie auch nicht, weil ich sag mal so, it feels like home hier unten so ein bisschen. Deswegen möchte ich es eigentlich ungern ändern. So, wir gucken hier rein. Wir drücken das dicke Knöpfchen. Bumm. Und lauschen Ada. Milestone reached. Project Part Number 9, Nuclear Pasta, can be created in the Particle Accelerator. The accelerator has vast and fluctuating power demands, depending on the recipe, so we'll need careful integration with your factory. Fix it does not waste, so nuclear waste can be refined by the particle accelerator into plutonium for reuse in the nuclear power plant. Fun fact, Fix it psychologists suggest factory designs reflect the minds of their creators in unexpected ways. On an unrelated note, your infrastructural choices have been interesting. Das habe ich jetzt wirklich nicht gewusst, dass die das sagen würde. Und ich sag noch, dass ich jegliche Ordnung dran gegeben habe. Und jetzt sagt sie, das lässt auf meinen Geisteszustand quasi Rückschlüsse zu. Naja, ist ein bisschen fies, was soll's. Aber sie hat auch gesagt, und das ist das, was wir uns jetzt genau angucken werden, sie hat auch gesagt, dass wir jetzt aus dem Atommüll etwas machen können. Und genau das versuchen wir jetzt. Das ist jetzt quasi der Inhalt dieser Content dieser Folge. Wir wollen den Atommüll irgendwie schaffen zu nutzen für irgendwas. Ich lande mal eben hier auf diesem wunderbaren Stromding, dann könnt ihr nämlich nochmal schön beobachten, was meine Übergangslösung war. Das haben wir letztes Mal gebaut hier, also nicht alles davon, aber zumindest das Atomkraftwerk haben wir gemeinsam gebaut und da läuft jetzt unten, wie man sehen kann, der Atommüll, den ich ja letztes Mal einfach in der letzten Folge schlicht und ergreifend vergessen hatte, dass ich den irgendwie abführen muss. Der läuft jetzt hier in dieses Monstrum. Das ist einfach nur ein Turm, wo der Atommüll unten reingeschickt wird und dann über diese Etagendinger, über diese Förderlifte, so heißen sie, so langsam nach oben fließt. Das kann man jetzt hier wunderbar sehen, bis er dann oben eingelagert wird oder so weit nach oben geht, wie es eben geht. Da ich wenig Eindruck davon hatte oder wenig Wissen hatte, wie viel da jetzt letztendlich bei rumkommt, aber man sieht, das ist nicht viel, habe ich einfach mal geklotzt, statt zu kleckern. Das ist jetzt also mein Atommüllturm. Atommüllturm. Also quasi der strahlende Turm von 80.000. Nicht der Schiebeturm von Pisa, sondern der strahlende Turm von 80.000. So. Und jetzt schauen wir doch mal, was wir damit anfangen können mit diesem Atommüll. Dafür schauen wir doch mal gemeinsam in unsere Rezeptübersicht. Und da gebe ich einfach mal Atomkraftwerk, wie hieß denn das Zeug noch gleich? Abfall irgendwie? Uranabfall, das wird das wohl sein. So,
Und da sehen wir jetzt, dass wir was damit anfangen können. Und zwar können wir aus dem Uranabfall, Moment, ist das auch wirklich das Richtige? Uran, wenn Uranbrennstäbe verbraucht werden. Waren das wirklich Uranbrennstäbe? Ja, es waren Uranbrennstäbe, diese grünen Dinger. Alles klar. So, also wir könnten den Uranabfall benutzen, um ihn mit 10 Quarzsand zu mischen und mit Salpetersäure, die wir noch gar nicht haben, und mit Schwefelsäure zu mischen, um daraus dann unspaltbares Uran zu machen. Und unspaltbares, also und Wasser nehme ich an. Wasser, egal. Und unspaltbares Uran könnte man dann hier unten wiederum mit Uranabfall nochmal mischen, um daraus dann Plutonium-Pellets zu machen. Aha. Und daraus kann man anscheinend im Teilchenbeschleuniger dann wieder irgendwas anderes machen. Also, Step 1 ist Salpetersäure eigentlich zu produzieren, irgendwie, irgendwo. Salpetersäure. Kriegen wir raus, wenn wir Eisenplatten, Wasser und Stickstoff. Stickstoff, Wasser und Eisenplatten. Wir gucken mal einmal auf die Karte und gucken mal, wo Eisen ist. Hier haben wir zum Beispiel Wasser, hier haben wir Eisen. Haben kein Stickstoff. Stickstoff haben wir sowieso ja schon hier. Da haben wir auch Wasser, nicht weit entfernt. Und wir haben Caterium, brauchen wir nicht. Kupfer brauchen wir auch nicht. Ja gut, aber Eisen ist auch hier unten. Könnte man dann ja alles irgendwie gemeinschaftlich wohin bringen. Ich würde sagen, machen wir. Ich würde sagen, das machen wir. Wir fliegen mal eben rüber zu dem Stickstoffgedöns. In der Mangelung eines besseren Wortes. Das muss da hinten irgendwo sein. Beim Bahnhof, jawohl. So, ach, da ist es ja. Ach, kann man schon sehen von hier aus. Ach, wunderbar. Ja, Wasser ist ja überhaupt kein Problem. Das ist ja direkt um die Ecke. Das hatte ich so oft von der der strahlende Turm von Spaghettihausen. Hat eine ziemliche Reichweite. Naja. Gut. Hier war ja noch jede Menge Stickstoff übrig. Das Wasser kommt von hier links. Das heißt, da, wo jetzt dieser Turm steht, da bauen wir die Schose auf. Und Eisen holen wir irgendwo her. Können wir eigentlich direkt hier mal schön kurz drauf landen. Zack. Und dann bauen wir hier einfach... Müssen wir uns irgendwo dran andocken? Nee, eigentlich nicht. Wäre schön, muss aber nicht sein. Machen wir irgendwo so relativ weit oben, dann wir vieles überschreiben, dass wir hier so ein bisschen Platz zum Bauen haben. So. Okay, jetzt können wir das ja mit wegmachen hier. Da liegt noch was. Brauchen wir nicht mehr. Den ganzen Sums. Zack. So. So. So, dann haben wir erstmal eine schöne Bauplatte, könnte man sagen. Stickstoff holen wir, wie gesagt, von da. Das Ganze wurde in einem Mixer hergestellt. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal einen Mixer auf, um mal so zu gucken, was wir denn nun brauchen. Der ganze Sums soll so rum aufgebaut werden. Gehen wir ein bisschen nach vorne. So. Und da sagen wir Salpetersäure. 12 Kubik Stickstoffgas. Das ist nicht viel. Holen wir direkt von hier. Ach. Wie kommt es eigentlich, dass egal, was ich baue, wie ich mache, dass diese Dinger immer für mich falsch rum sind? Dass ich das immer über Kreuz bauen muss? Immer. Ist das bei euch auch so, dass ihr das immer über Kreuz bauen müsst? Ätzend. Ich weiß auch nicht. Es ist halt einfach so. So. Zack. Dann holen wir Wasser von drüben. Einfach von hier. Bauen wir direkt hier so ein Wasserdingen hin.
Teilchenbeschleuniger. Da bin ich mal sehr gespannt. Wir bauen aber erstmal so ein Wasserding hin. Wasserext ist falsch. Wasserextraktor. Den bauen wir hier hin. So. Strom bekommt er auch. Hier ist doch irgendwo so ein, hier ist noch eine Stromline irgendwie. Da oben. Bitteschön. Dann machen wir erstmal eine Pipeline hier hoch und dann hier so rüber zwischen den beiden Zwiebeln her und dann hier hinten rein. Geht natürlich nicht, ist zu weit, richtig, richtig. Zack, da bauen wir auch gleich eine Pumpe auf, ein. Ja, hier geht es durch den Boden, egal. Denn ich glaube, es ist zu hoch. Und da wollen wir gar nicht erst rumhexen müssen. Wir machen auch eine fette Pumpe. So. Oben gab es Strom irgendwo. Wasser ist go. Wasser und Salpetersäure hätten wir. Fehlen noch die Metallplatten. Und Strom, merke ich gerade. 10 in der Minute, das ist nicht viel. Ja, wir suchen mal ein Eisenvorkommen. Caterium, Kupfer. Eisen wäre hier unten. Müssen wir jetzt tatsächlich und allen Ernstes hier hochbauen? Wenn das so ist, dann ist es eben so, ne? Kann man nicht ändern. Wir brauchen Eisen. Ja. Okay. Dann machen wir Folgendes. Wir machen da mal eine Markierung hin, damit wir auch wissen, wo wir hin müssen. Ja, okay. War schwer am Überlegen. Ich hatte gedacht, wenn das hier Stickstoff gewesen wäre, hätten wir alles an einem Ort gehabt. Aber ist halt kein Stickstoff, ist Wasser. Was soll's. Da wir ja fantasievoll sind, führen wir das hier mitten durch. Wo müssen wir hin? Da. Hier schön an dem Ding vorbei. Hier lang. Also, ne, ich darf jetzt nicht so einen Stickstoffspot schon irgendwie zubauen. Das wäre irgendwie blöd. Deswegen eben. So, und dann geht's relativ gerade, so die Idee, zum Eisenspot, wo wir dann auch. Shit, kann man das eigentlich noch ändern, wenn ich hier. Nein, natürlich nicht. So. Wo wir dann direkt die Eisenplatten auch herstellen werden. Wir werden also nicht das Eisen bringen, sondern die Eisenplatten herstellen. Ach guck, da sind wir ja schon. Ah, ist ja rubbelig Katz. Okay, ist ein bisschen tief, aber nicht schlimm. Passt. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Asteroideneinschlag da hinten. Ne? Das gucken wir uns mal eben an. Ach, das ist aber nur Wasser, ne? Wasser. Sieht aber cool aus, ne? Also Asteroid ist hier reingeklüppelt und hat irgendwie eine Wasserader aufgebrochen oder sowas. Wie gesagt, es wäre schöner gewesen, wenn es kein Wasser gewesen wäre, weil Wasser sowieso hier unten ist. Aber es ist nur, wie es ist. So. Da unten ist das fette Eisen. Brauchen wir gar nicht viel von, ne? Brauchen wir, ja, Punkt, gar nicht viel von. So, wir machen hier eine fantasievolle Abwärtsgeschichte, wollte ich gerade sagen. Außer, dass wir es halt nicht machen. Kann man eigentlich. Jetzt müssen wir was probieren, was ich noch nie ausprobiert habe. Wir versuchen jetzt mal was. Nämlich, ich hätte gerne mal so eine schöne, so eine Schraubenkonstruktion, die runterführt. Ich meine, mir ist klar, wir können das hier mit dem Förderlift machen. Aber wo ist denn da der Spaß? Frage ich euch. Also, was ist das denn jetzt?
Nee, das habe ich mir so nicht gedacht. Machen wir es so anders. Mensch. So. So. Haben wir irgendwo Strom? Ja. Ich brauche mal eben Strom. Ach, guck mal hier. Ach, da habe ich mal die Fahrtrichtung mit markiert, weil ich dachte, ich würde statt dem Zug LKWs benutzen. Und deswegen habe ich da mit einem Weg markiert, damit ich nicht vom Weg halt abkomme mit dem Zug, Bus, LKW, was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Nee. Nee, auch nicht. Jetzt hat das Ding nicht genug Reichweite, das Stromding. Alter. Warum geht das nicht? Oberfläche ist zu uneben. So. Reicht das jetzt? Irgendwie nicht. Achso, weil das Ding überhaupt keinen Strom hat. Willst du mich veräppeln? Habe ich das nie verbunden mit irgendwas? Wie gesagt, ich habe es nur als Weg benutzt, als Wegmarkierung. Ich glaube, ich habe gar nicht. So, das wäre verbunden auf jeden Fall. Ich glaube, da habe ich da gar keine Verbindung gebaut zwischen dem und dem. Nee, habe ich gar nicht. Zu hektisch. Ich bin manchmal zu hektisch. Wenn es um Kleinigkeiten geht, die ich schnell erledigt haben will, bin ich zu hektisch. So, ich hatte aber jetzt aber eigentlich gehofft, dass der so einen schönen Bogen hier bauen würde. Ja, aber nicht so. Mhm, genau. Dann müssen wir noch was anderes machen. Dann machen wir so. Mir ist völlig klar, dass es jetzt sehr lange dauert. Ihr wisst ja, wie viel Wert ich darauf lege, Schulden zu bauen. Deswegen müssen wir uns die Zeit jetzt einfach mal nehmen. Oder so ähnlich. Ich meine, das hätten wir heute auch schon mal thematisiert. Mit dem schönen Bauen. So. Der Clou ist dann, dass ich das jetzt hier so mache, in so einer schönen... Hey, zu steil? Was redest du? Also die Idee war jetzt, dass ich das dann hier so immer so ein bisschen verbinde, aber ich habe offensichtlich zu wenig Platz mir selbst gegeben dafür. Ich hätte es weiter auseinander bauen müssen. Nee, das nicht. Aber jetzt verlässt mich auch gerade schon die Lust so ein bisschen, jetzt da weiterzumachen, muss ich gestehen. Also, das wird wohl nix. So. Wir machen es jetzt dann doch... mit einem langweiligen Förderlift. Was soll er machen? So. Es tut mir leid, dass ich jetzt das versprochen habe, was ich nicht liefern konnte. So, was haben wir hier? Hier haben wir normales Eisenerz. Hier haben wir normales Eisenerz. Hier haben wir normales Eisenerz. Gut, ist eigentlich relativ egal. Reicht nämlich alles. So oder so. Wir machen einen Miner. Das ist eigentlich Quatsch. Wir machen einen Miner Mark 1. Moment, Miner Mark 2. Also deswegen, weil so ein Ding ja auch Strom verbraucht. Ne? So, dann machen wir direkt dahinter einen Konstruktor. Und dann machen wir direkt eine Verbindung darüber nicht, weil es nicht passt natürlich. Selbstverständlich. So. So, Strom, Eisenplatten. Falsch. die einfachsten Aufgaben, an denen scheitere ich schon. Ist unglaublich. Ist unglaublich. Was ich natürlich meinte, war eine Schmelzofen. Habt ihr gemerkt, dass ich Gießerei sagen wollte? Einfachste Aufgaben und so. So, und dann ein Konstruktor natürlich. Den bauen wir dann hier hinten hin. So. So, 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 so und so. Und jetzt sagen wir hier Eisenplatten und hier sagen wir natürlich Barren. Ich frage mich immer, warum muss man bei einem Schmelzofen noch das Rezept, ja gut, wenn man alternative Rezepte hat, dann macht das Sinn. Nee, eigentlich auch fast nicht. Denn es kann ja nur das umgewandelt werden, was reinkommt. Und da nur eine Sache reinkommen kann, nur ein Erz kann auch nur, ne? Also er könnte einfach nur einfach Barren herstellen. Versteht ihr, wie ich das meine?
So 20 die Minute. Ich habe leider vergessen, wie viel ich brauche. Ich glaube aber, das reicht. Ich meine, es wären nur so wenige gewesen. So, okay. Wir fliegen zurück. Feintunen kann ich später noch. Ne? Also jetzt geht es ja wie immer in meinen Folgen erstmal nur ums Prinzip quasi. Proof of Concept. Dass es überhaupt funktioniert. Und wenn wir das erledigt haben, dann kann ich off-cam immer noch feintunen. Was wir auf jeden Fall haben, ist eine lange, lange Reihe von Conveyor Belts, die da hinten hinkommen. Da müssen wir mal hingehen. Die dann Salpetersäure herstellen. Richtig? Ich meine ja. So, da kommen... Ja, alles klar. So, wir brauchen davon... Ach, 10 reicht, Dicke. 20 hatten wir. So, hier wird jetzt schön 30 Salpetersäure, Kubikmeter Salpetersäure pro Minute hergestellt. Mit dieser Salpetersäure und anderen tollen Sachen oder weniger tollen Sachen, strahlenden Sachen, können wir doch jetzt Dinge herstellen. War es nicht so? Wir fliegen mal hier rüber. So ein bisschen den Abstand zum strahlenden Turm von Spaghettihausen. So, eklige Spinnen, da wollen wir auch nicht halten, das ist irgendwie zu blöd. Gehen hier rüber, so. Sieht gut aus. Und gucken dann nochmal in unsere Übersicht. Und in unserer Übersicht sehen wir, was hat man gesagt, Uran irgendwas, ne? Unspaltbar, Uranabfall gucken wir rein. Wir brauchen den Uranabfall, wir brauchen Quarzsand, der wird hinter uns abgebaut, meine ich, für eigentlich die Aluminiumproduktion. Können wir mal ein bisschen upgraden, können wir Quarzsand abzweigen. Salpetersäure haben wir, Schwefelsäure. Schwefel wird herangekarrt. Sowieso. Schon. Eigentlich. Und mit diesem Schwefel, mit dem herangekarrten, was hier vorne irgendwo war, da können wir noch Schwefelsäure draus bauen. Oder hatten wir das nicht sowieso schon hier irgendwo? Ist das da nicht Schwefelsäure, das da? Schwefelsäure, allerdings. Ja, es strahlt, ich weiß. 10 Schwefelsäure. Ach so, genau. Und die wird zurzeit nur vernichtet. Ja, ist ja ideal. Ideal. Dann machen wir Folgendes. Wir... Das Ganze wird auch in einem Mixer gemacht, oder? Nochmal, Uran. Uranbrennstab, Uranabfall. Wir brauchen relativ viel davon. Ich bin mal gespannt, ob das ausreicht. In den Mixer. Und ich habe gerade innegehalten, weil ich sehe, das Wasser könnten wir ja auch verpacken und vernichten. Ne? Also da können wir auch die Verpackungsanlage behalten und sowas. Das wäre ja alles ideal, aber ich glaube, es wird alles nicht hinhauen, aber also von den Summen her, von den Mengen her nicht hinhauen, aber wir probieren es trotzdem. So, wir bauen mal, da brauchen wir das Zeug her, da brauchen wir die Schwefelsäure her, das andere Zeug kommt von irgendwo da hinten rechts. Natürlich ist es so, dass, dann machen wir so, so, und dann irgendwie so hier hin. Bisschen Abstand. So, wir müssen genug Platz haben für Kram. Natürlich ist es so, dass ja von da hinten, wenn ich wollte das eigentlich mit den Öffnungen in Richtung Atomkraftwerk machen, hätte ich aber wieder überkreuzen müssen, die Salpetersäure und das andere Zeug. Muss ich sowieso wahrscheinlich, aber egal. Ja, so, hier machen wir... Das Zeug hier, ne? Das unspaltbare Uran. Strom kriegst du auch. Und zwar... Ach guck, hier geht das so mittendurch. Dann nehmen wir doch hier mal so ein... So. Strom. So. Quarzsand. Das ist da hinten Quarzsand, meine ich. Gucken wir mal eben. Oh ja.
ein bisschen Gas hier, was soll's. Ich bin überrascht, dass das hier nicht nicht zu viel ist, quasi. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hier könnten wir aber noch so, ja, das hält hier oft genug an. Und das ist noch nur in meiner Mark II. Da ist einiges zu, könnte man noch einiges machen, wenn man wollte. Hier bauen wir noch so ein paar schräge Sachen dran. Wir sagen mal 3. Völlig quasi random. Da bauen wir noch so. Hallo? So. So. Boah, das klappt nie im Leben. Das ist viel zu steil. Der muss höher. Ach. Ah, es könnte klappen. Also, ne, muss sie ordentlich sein, wie ihr wisst. Weil das ja hier auch meilenweit weg von allem ist. Wer interessiert, wie es hier aussieht. Ich glaube, hier bin ich, nachdem ich es hier zum, irgendwann mal gebaut habe, jetzt zum ersten Mal wieder hingelaufen. Also mit anderen Worten, es ist völlig egal, wie es aussieht. So, aber Strömchen brauchen sie trotzdem, auch wenn es blöd aussieht. Nee. Och, okay. Ich wollte eigentlich hier hin machen. Hallo? So. Mhm. Quarzsand, danke. Für alle. Quarzsand für alle. Und dann bauen wir hier natürlich noch das hier so weiter. Auch das wird zu niedrig sein. Wir machen es ein bisschen anders. Hallo? So. Ist ja egal. So. Schön Splitter. Zack. Zack. Echt jetzt? Zack. Ging irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich weiß, ihr schüttelt jetzt mit dem Kopf, weil es so unordentlich aussieht. Aber es ist zweckmäßig. Es funktioniert. Hier kommt jetzt wunderbar noch ein Tuckelchen mehr Quarzsand raus. Hier muss noch eine Verbindung gemacht werden. Und schon kann das ganze Zeug hier Ihr wisst, was ich meine. Grundsätzlich, oder? Kann das ganze Zeug hier auch wunderbar. Klar. Echt geht die Krise mittlerweile. Also manchmal bereue ich es doch, nicht ordentlich gebaut zu haben. Ganz ehrlich. So. Gut genug. So, alles klar. Hier kommen jetzt die Sachen schön raus. Da hinten bewegt sich nichts. Warum nicht? Ah, doch, alles klar. Ist das auch, machen wir hier so ein Förderband Mark 5 daraus. Wobei es, glaube ich, egal ist, weil ich jetzt quasi die komplette. Das mache ich mal irgendwann anders da oben weiter. Aber jetzt fließt es erstmal schön ab. Ist ja auch egal, weil wir jetzt hier sowieso die Hälfte rausnehmen, um sie da unten hinzubringen. Deswegen sind wir eigentlich hier gewesen. So, das ist ein Fusionator. Bedauerlich. Müssen wir also noch ein Splitter bauen. Und der kommt dann hier runter. Moment. Ich mag es, also bei aller unordentlichen Bauweise mag ich es überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Wenn die Fahrbänder hier durch den Boden gehen. Das kann ich überhaupt nicht ab. Also ich weiß nicht warum, aber da hört es dann auf. Also da muss ich dann schon irgendwas ordentlich bauen, damit das nicht passiert. Ich weiß, es ist vollkommen inkonsequent, aber so ist es halt. Was soll ich sagen? Alles andere offensichtlich, ne? Völlig egal, aber da habe ich auch meinen Stolz. So, Quarzsand, let's go. Jetzt holen wir als nächstes die Salpeten, nee, den Uranabfall. Oh, der wird auch nochmal interessant. Kann man eigentlich da dran. Nee, kann man nicht. Hm. Hm.
Okay, machen wir folgendermaßen. Na, wieso kann ich nicht? So. Mach mal hier hoch Strom. So. Jetzt fragt ihr euch, was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Ich muss aber vernünftig bauen können. So. Ich muss dafür vernünftig schweben können. Und dafür brauche ich diese Dinger. So. Damit wir uns hier richtig orientieren können. So. Falsch. Wir müssen unten anfangen. Denn ich will ja von oben auch den Uran. Klar, ich könnte den Müll jetzt da hochtürmen lassen und irgendwann, wenn er unten ist, anfangen abzubauen. Was ja okay wäre. Möchte ich aber nicht. Ich möchte wirklich von oben alles mitnehmen. Das bedeutet, mit anderen Worten, wir müssen hier einen Förderlift nehmen, wo ich Mark 5, was soll's. Mit so ein bisschen Abstand drehen wir den ganzen Sums. Aber umdrehen. So. Bumm. Dann machen wir... Ach, natürlich klippt das ineinander, ey. Oh, egal. Dann machen wir so weiter. Bis hierhin. Und von hier aus... hierhin. Ja, hierhin reicht eigentlich auch, ne? Zack. So, da kommt jetzt... Ja. So soll es sein. Hier unten hin. Und dann da unten raus. Und dann gehen wir direkt hier so hoch. So. Und dann da wieder runter. So. So, es strahlt alles wunderbar. Aber es funktioniert. Uran, Müll ist go. Jetzt habe ich mir natürlich die einzige flache Möglichkeit verbaut hier, die Salpetersäure. Naja gut, aber egal, die können wir auch von weiter oben kommen lassen. Ist nicht ideal, aber egal. Reimt sich auch. So, Salpetersäure. Säure. So. Hier so rüber. Von da aus da hoch. So weiter. Oh shit, kein Strom mehr. Macht aber nichts. Rohrzu lang. Zack, Salpetersäure ist go. Also ist noch nicht go, aber da werden wir eine Pumpe einbauen. Weil es doch ziemlich viel Höhenmeter auch macht zwischendurch. Und da glaube ich nicht, dass das gut kommt, wenn wir da keine Pumpe einbauen. Naja, bis dahin kommt es noch. Wir bauen hier vorne direkt eine, und zwar eine dicke Pumpe ein. Ja, das sieht gut aus. Strömchen da hinten. Zack. Salpeter ist go. Was war das letzte? Schwefelsäure, ne? Schwefelsäure haben wir sowieso schon da. Die Frage ist, ob wir genug haben. Schauen wir mal. So, jetzt holen wir von hier aus die Schwefelsäure. Das bedeutet, das löschen wir und stattdessen führen wir das hier so. So? Nee, ja doch, so. Dann machen wir so. Das machen wir nachher nochmal schön. Führen wir hier so lang. Und dann hier rein. Gib ihm. Zack. Salpetersäure.
Schwefelsäure. Warum ist noch keine Salpetersäure hier? Weil die noch gepumpt wird. Oh, da habe ich auch durch den Boden gebaut. Naja, das sind Rohre, die werden auch unterirdisch verlegt, ist ja normal. Ist noch nichts angekommen hier. Hat die Pumpe nicht genug Power? Also die Pumpe, die beschreibt ja Höhenmeter, die zurückzulegen sind. Nicht Distanzen in dem Sinne, so nach meinem Dafürhalten. Diese wunderbare Pumpe hier sollte maximal Höhe 50 Meter. 50 Meter sind im Vergleich über 12 von den 4 Meter Fundamenten. Wenn ich jetzt 12 Fundamente in die Höhe baue, bin ich nicht höher, als ich sein müsste. Aber gleichwohl ist es halt so, dass das hier irgendwo aufhört zu fließen. Und zwar, hier ist noch was. Hier ist nichts mehr. Vielleicht muss auch erstmal das Rohr gefüllt werden. Das kann natürlich auch irgendwie sein. Ne? So ganz so sicher bin ich mir da nicht, was das alles so angeht. Wir bauen einfach noch Pumpen. Welche Pumpen haben noch nie jemanden geschadet. Das läuft schon. Hier ist ja auch ordentlich was drin im Rohr. Hier passiert aber irgendwie nichts. Habe ich die falsch umgebaut vielleicht? Wir gucken nochmal. Ist er falsch? Ist er auch falsch? Mark 2 Pumpe. Ne, in die Richtung. War schon richtig gebaut. Ich wollte gerade sagen, habe ich keinen Strom mehr, weil es irgendwie so ein... Aber ich glaube, das ist das Wasserding, was nicht die ganze Zeit laufen muss. Und deswegen das auch eben nicht tut. So, Salpeter. Säure. Salpetersäure, ja. Die ist auch hier drin. Und das sinkt dann immer wieder. Hier wird nichts, also gar nichts gepumpt. Gar nichts. Kommt hier vielleicht nichts raus mehr. Alles da. Das ist auch kein Problem. Hier wird ordentlich hergestellt. Hier wird auch gepumpt. Alles gut, auch in die richtige Richtung, nämlich in diese hier. Hier ist volles Rohr. Hier ist auch alles soweit gut. Hier ist grundsätzlich auch Zeug. Und hier ist einfach gar nichts. Die Pumpe macht... Ah doch. Es dauert nur vielleicht. Es kann gut sein, dass die Rohre erstmal voll gemacht werden müssen. Und wenn sie voll werden, also der Wasserstand oder der Salpetersäurenstand langsam steigt, dass dann ja auch erst die Pumpe anfangen kann zu arbeiten. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass es einfach eine Zeitsache ist. Es geht ja noch, also würde dann ja noch dauern auf jeden Fall, bis wir hier oben wären. Da ist dann auch die Frage, ob diese Pumpe an der Stelle reicht. Keine Ahnung. Machen wir Licht an, so. Aber die pumpt jetzt. Kann sein, dass es einfach dauert. Hier passen 70 Kubikmeter irgendwie anscheinend ins Rohr. Also in dieses Segment. Also nicht das, was durchfließen kann, das ist mehr, aber es passt einfach, ne, das insgesamt das Volumen des Rohrs ist eben diese Menge, die ich gerade gesagt habe. Und die muss halt erst voll gemacht werden, so wie hier, dass es dann erst richtig, richtig krass durchlaufen kann. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, so ist es auch. Jetzt wird das langsam voll, jetzt ist das voll. So. Und dann wird das nächste Rohrsegment voll. Das ist aber dann erst das hier, glaube ich. Ne? Genau. Das steigt jetzt auch. So, relativ schnell. Jetzt wird es wieder abgepumpt, nach vorne hin, nehme ich an. Und steigt dann wieder. Hier bleibt es voll. Naja. Wir nehmen mal an, dass das so richtig ist. Weitere Probleme zu vermeiden, bauen wir hier aber einfach nochmal einfach eine Pumpe hin. Ja. Hier.
Ja, sieht gut aus. Der blaue Regen, ja. Ich bin mir halb sicher, dass das gar nicht nötig ist, aber ich denke mir, komm ey, für das bisschen Strom, ich weiß gar nicht, wie viel Strom so eine Pumpe tatsächlich braucht, aber da sagen wir, ist okay. Ah, hier ist auch Salpetersäure jetzt drin. Hier aber noch nicht. Dauert noch, alles klar. Aber wenn die Salpetersäure kommt, dann kommt sie, dann ist das hier voll. Und dann kommen da Wasser raus und unspaltbares Uran. Das Wasser, weil ich im Augenblick nicht genau weiß, was ich damit machen soll, das lassen wir einfach ganz blöd, ganz hirnrissig, hier nach hinten rausfließen. Und verpacken das. Ich weiß, es sieht jetzt nicht schön aus. Alles nur... Ja, das brauchen wir gar nicht wegmachen. Ja, das ist jetzt so. Ist jetzt ganz, ganz blöd, ich weiß. Hat auch nicht geklappt irgendwie. Irgendwas ist ja jetzt schief gegangen. Habe ich nicht gerade? So. Das heißt, da kommt gleich einfach dumm verpacktes Wasser an und wird vernichtet. So, das fließt dann schon mal weg. Einfach nur, ne, es ist, ich weiß, nicht schön da hinten, das ist sogar unter meiner Würde eigentlich, das so verknotet zu machen, aber ist egal. Das soll jetzt nur erstmal Proof of Concept sein. So, Wasser ist weg. Das unspaltbare Uran. Wir müssen mal wieder den Abstand gewinnen, so ein bisschen. Was können wir daraus machen? Unspaltbares Uran. Das und Atommüll. Daraus wird Plutoniumpellets in einem Teilchenbeschleuniger. Now we're talking. Ich bin gespannt. Moment, da ist ein Eingang. Da hinten ist ein Ausgang. Machen den mal, keine Ahnung, hier hin. Krass. Krass sieht der aus. Okay. So, jetzt müssen wir... Oh, der Strahlung ist echt übel, ja. Jetzt müssen wir, oder jetzt bauen wir hier einen Splitter rein. Und... Ah. Das ist halt wie immer. Nee, das machen wir da nicht. Wir bauen den da rein. Nein, auch nicht. Wir bauen den auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Ist egal, wo wir es hinbauen. Es ist immer irgendwie kacke. So. So. Und den Smullgedöns bauen wir, dass das da reingeht. Und jetzt das unspaltbare Uran. Das war natürlich der Kokolores, was ich hier gemacht habe. Oh shit, jetzt habe ich das im Inventar, ne? Ich trottel. Richtig. Nee, habe ich nicht. Weil da nichts rauskommt. Weil der Splitter nicht genau drauf steht. Ich habe gemerkt, dass wenn man das aus diesem Schwebemodus heraus macht, diesen Splitter, dass der manchmal nicht richtig andockt und nicht richtig funktioniert. Keine Ahnung warum. Jetzt funktioniert's. So, jetzt gucken wir mal eben. Ich strahle nicht, das heißt, ich habe nichts. Ich hätte ja eigentlich jetzt diesen Atommüll im Inventar haben müssen, weil ich ja was weggemacht habe. War aber nicht so. Okay. Okay, sehr gut. So, und hier kommt Zeug raus, das geht da rein. Und das war's dann auch schon. Mehr ist nicht nötig. Außer Strom natürlich noch. Können wir da was sehen? Passiert da was? War vielleicht bis jetzt zu wenig von dem Zeug. Aber wir sehen, die Salpetersäure ist angekommen. Da passieren Dinge. Wie viel brauchst du denn davon eigentlich? Wir brauchen davon... Oh, 100 die Minute. Kein Wunder, dass noch nichts passiert ist.
Warum ist das so wenig? Weil wir zu wenig Salpeter haben? Oder wie? Nehme ich an. Wie viel Salpeter brauchen wir denn? Salpeter brauchen wir 15 die Minute. Das ist eigentlich nicht viel. Und 15 Schwefelsäure. 15 Salpeter, 15 Schwefelsäure. Schwefelsäure haben wir jetzt auch nicht so viel. 10 nur. Wobei, ist ja egal. Es ist ja nur dafür da gedacht, den Müll letztendlich mehr oder weniger schnell loszuwerden, damit das Atomkraftwerk nicht irgendwann aufhört zu arbeiten, weil wir zu viel Atommüll angehäuft haben. Von daher ist es eigentlich nicht so super wichtig, dass das durchgehend arbeitet. Aber es arbeitet. Es ist jetzt keine schöne Konstruktion hier insgesamt, aber Dinge passieren. Das heißt, hier kommt am Ende des Tages auch was raus, was wir gebrauchen können. Weil das Strahlungslevel geht mir am Keks, ne? Muss man mal so sagen. So, da kommen nicht erst Plutonium-Pellets raus. Da müssen wir jetzt mal gucken, was machen wir mit Plutonium-Pellets? Pellet. Aus denen und aus Beton machen wir wiederum ummantelte Plutonium. Ummantelte Plutonium-Pellets. Okay. Beton und ein Fabrikator. Beton habe ich hier noch nirgendwo, ne? Oh! Cool. Sieht ja krass aus. Man denkt, es explodiert gleich, aber nein, es läuft alles wunderbar. So, die erste Fuhre von diesen Dingern ist go quasi. Das bedeutet, wir bauen jetzt, was haben wir gesagt, woraus wird das gebaut? Aus zwei Sachen müsste also dann der, hier unten, der Fabrikator sein, der einfache. Den bauen wir dahinter. Beton. Da gucken wir auf die Karte für. Kalkstein brauchen wir. Ach, auch so Ewigkeiten weit weg. Moment, da bauen wir Kalkstein. Für irgendwas bauen wir da hinten Kalkstein ab. Ich habe vergessen wofür, aber da können wir mal gucken. Das kommt ja vielleicht schon hier rüber. War es nicht auch so? Kommt da nicht Kalkstein? Ist das nicht Beton, was da ankommt? Ja klar, ist das Beton, was da ankommt. Nee, das ist der Quarzsand. Aber da hinten kommt doch auch das da. Ist doch Beton, oder nicht? Das da. Gucken. Das ist ja total easy dann. Ja, ist auch. Das ist Beton. Wir fallen mal runter schnell, um mal nachzugucken. Hallo, kannst du mal das wegnehmen? So. Beton. Passt. Das passt. So. Ich hab's gewusst. Ich dachte so, als ich das hier dieses Ding da hinten baute, dieses Werksdings da Bums da. Da habe ich mich schon gefragt, baust du es jetzt so, dass der rechte Ausgang oder der linke Ausgang, also das Ding hier, den Fabrikator, dass der linke oder der rechte Ausgang, Eingang vor dem Ausgang ist. Und dachte, ja, Beton Convolution von rechts baue ich so. Jetzt kommt Beton natürlich von links. Ist klar. So, ist doch mal aber richtig. Fabrikator. So. Und das Ding. So. Und hier bauen wir so ein Dings vor. Hier so ein Lift wieder. Haben wir gerade einen, den ich weggreifen kann. Zum Beispiel den. So. Und so. Das haben wir. So. Da müssen wir was auswählen. Und zwar. Und zwar. Die ummantelte Plutoniumzelle. Strom braucht das Ding natürlich auch wieder. Und dann haben wir eine ummantelte Plutoniumzelle. Wir gehen Schritt für Schritt gehen wir weiter. Eine ummantelte Plutoniumzelle. Aus der
können wir mit extrem viel Aufwand, einen Plutonium-Brennstab bauen. Boah. Stahlträger, diese Steuerstäbe, die Kühlkörper. Hier stellt sich für mich vor allem eine Frage. Können wir die Dinger, die hier rauskommen, die ummantelten Plutoniumzellen, gehen die da hinten rein? Testen wir jetzt mal aus. Können wir die schreddern? Weil ganz ehrlich, die jetzt nochmal nachzubauen, würde nur dann Sinn machen. Natürlich steht an der Stelle so ein Ding, schon klar. Würde eigentlich nur dann Sinn machen. Oh, was haben wir denn? Ach, da sind schon welche angekommen und das geht nicht, alles klar. Ich hab's geahnt. Okay, Abbruch. Nee, müssen wir weiter verbauen. Weil jetzt habe ich die Dinger da hängen. Wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt lösche, habe ich die im Inventar. Ich muss aber hier das Wasser weiter abbauen lassen. Weil das Wasser muss da weiter reinlaufen. Ist irgendwie doof. Irgendwie total doof. Wir bauen hier mal ein Dings hin. Eine Kiste. Ein neuer Lagercontainer. So. Machen das weg. Hab den Sums jetzt im Inventar. Fliegen hier rüber. Und schmeißen den Sums hier rein. Da. So. War noch verstrahlt. Warum? Was haben wir denn noch, was strahlt? Das zwar nicht, aber egal. Eigentlich würde ich sagen, haben wir nichts mehr, was strahlt. Oder haben die so eine große Reichweite einfach? Bin ich blind, oder? Auch ich habe keine Plutoniumzellen mehr, sonst würde man das ja hier sehen. Aber das Strahlungslevel ist und bleibt einfach wahnsinnig hoch. Warum ist das so? Da stimmt doch was nicht. Wir machen mal jetzt den schnellen Abgang. Strahlungslevel bleibt. Ich kann es nicht erklären. Strahle ich jetzt? Oder wie? Ich verstehe es nicht. Wir machen Folgendes. Ich starte das Spiel mal kurz neu. Mal gucken, was passiert. Okay, es war ein Bug. Ne? Spiel neu gestartet. Keine Strahlung mehr. Naja, kann passieren. So, also wir haben jetzt noch immer keine echte Lösung gefunden für das Stromproblem, weil uns jetzt hier Dinge fehlen. Und zwar, um genau zu sein, Stahlträger. Und was war das andere? Das waren ummantelte, hast du ja nicht gesehen, ne? Das waren die. Stahlträger und, oh, diese Steuerstäbe, die sind auch nicht ganz ohne, ne, die zu kriegen. Stahlträger ist ja noch okay. Das heißt, die müsste ich mit Drohnen hier rüberbringen, plus Kühlkörper. Kühlkörper habe ich ohne Ende, aber ansonsten müsste ich zu Hause relativ viel Kram machen, um die Sachen hier hinzukommen, um dann einen Plutoniumbrennstab zu produzieren, den wir auch wieder in das Atomkraftwerk packen könnten, was natürlich schon eine coole Sache wäre. Aber nutzt ja alle nichts, ne? Es nützt alles nichts.
Und dann hast du so einen Kreislauf. Aber da kommt ja auch wieder wahrscheinlich irgendein Müll bei raus, nehme ich mal an. Und also ich könnte mir vorstellen, dass man da im Grunde genommen gar kein Ende so wirklich sieht. Vielleicht aber auch doch. Mal kurz überlegen. Ich müsste Drohnen haben. Ich müsste in der Heimatbasis müssten wir Stahlträger und dergleichen mehr abzweigen und zum Drohnenbahnhof bringen. Und hier dann auch zwei weitere Drohnenbahnhöfe. Gut, das wäre jetzt nicht so das Riesenproblem. Das können wir schon alles irgendwie machen. Okay, komm, wir machen da zumindest mal den Anfang. Ob wir es jetzt in dieser Folge mit Blick auf die Uhr auch beenden können, sei dahingestellt. Aber ich würde schon gerne, ne, das Thema, einen Haken ans Thema machen einfach. Auch wenn am Ende vielleicht immer Müll übrig bleibt irgendwie. Aber einfach so einen Haken dran zu machen, das wäre schon schön. Wir tun jetzt mal unser Bestes. Ich weiß, das ist nicht viel, aber zack. Ab nach Hause. Stahlträger lasse ich direkt aus dem Lager kommen, glaube ich. Das macht am meisten Sinn einfach. Und was war das andere? Stahlträger und... Naja, komm, wir kümmern uns erstmal um Stahlträger. So, und hier, das wäre auch deswegen ganz okay. Ich mache das jetzt quick and dirty, ne? Also wirklich quick and dirty. Wir packen hier einen Drohnenfriedhof. Ein Drohnenlandeplatz, ziemlich quick auf Friedhof. Keine Ahnung. Ein Drohnendings hin. Drohnenlandeplatz. Ich denke gerade nach, ja, so sieht das aus, wenn ich nachdenke. So. Zack, Strom dran. Denn wir haben ja hier oben. Ich habe ja mittlerweile gelernt, dass man auch dieses ganz normale Zeug hier benutzen kann. Dieses ganz normale. Benzin, so nenne ich es mal jetzt. Deswegen machen wir das auch. Nein, ja. Da packen wir drauf einen Splitter. Und den lassen wir dann, Moment, da müssen wir eben gucken. Können wir das so machen? So, Moment mal. So, und dann darunter. Jawohl. Zack, Sprit ist go. Stahlträger. Das machen wir jetzt eigentlich genau so. Auch hier machen wir einfach wieder einen Splitter hin. Zack. War das richtig? War richtig, ne? So, da packen wir jetzt eine Drohne drauf. Und das nennen wir um. Wir nennen das HQ. Stahlträger Export. So ähnlich jedenfalls. Wieso? Achso, das wird direkt in die Drohne geladen. Ne? Deswegen ist das nicht hier, wird das hier nicht angezeigt. Ist das richtig? Ich hoffe sehr, dass das richtig ist. So. Stahlträger. Ummantelte Plutonium. So, und dann die Steuerstäbe noch. Und die Kühlkörper. Stahlträger, Steuerstäbe, Kühlkörper. So, und hoch, 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 hoch. Kühlkörper habe ich hier hinten irgendwo. Und diese Stäbe auch. Da. Hier haben wir relativ viel Platz. Hier fährt der LKW lang, da wollen wir nicht. Aber hier könnten wir könnten sogar, ach guck mal, die kommen sogar hier irgendwo an schon. Die bringen wir schon irgendwo hin. Das ist ja ideal. Das ist ja ideal. Können wir
zwei Drohnen hier losfliegen lassen? Nee, ne? Nicht an verschiedene Dings. Aber wo werden die dann noch gleich hingebracht? Zur Uranverarbeitung. Ach, da werden die schon hingebracht. Ist ja ideal. Habe ich ganz vergessen. Ja, stimmt, klar, für die anderen Stäbe. Ja, richtig. Ach, super. Okay, dann brauchen wir das gar nicht. Ja, das ist doch schön. Ich habe ein ultraschlechtes Kurzzeitgedächtnis. Von daher muss ich jetzt schon wieder nachgucken, was wir dafür brauchen. Ach, die Kühlkörper. Aber die sind auch kein großes Problem. Die sind nämlich auch sogar hier irgendwo in der Nähe. Da können wir vielleicht sogar hier auf unseren eigentlichen Drohnenbahnhof, Flughafen arbeiten. Wir packen einfach hier neben noch so ein Gerät. Würde ich sagen, wenn wir hier noch genug von den Dingern hätten. Zack. Hallo? So. Zack. So. Wir müssen unten runter. Denn, oh ne, ja, stopp, wir müssen wieder hoch. Wir müssen wieder hoch. Denn hier soll natürlich so ein Ding hin. So. Und dann. So. So. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Weil mein gutes Gefühl ist in der Regel nicht viel wert, aber ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. So, Batterien sind go hier. Ne? Jawohl. Verstehst du auch nicht. So? Nee. Habe ich das falsch rumgebaut? Ich habe ja gesagt, ich habe ein gutes Gefühl. Das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen. So, es soll da reingehen und dann hoch. Ist richtig, ne? Ist alles richtig. Und dann, es hat keinen Strom, das ist das Problem. Garantiert. Garantiert. So, jetzt geht das auch da rein. Ja. Ja, ihr lacht. So, dann holen wir die Kühlkörper, die irgendwo durch die Gegend laufen. Die Kühlkörper, das sind sie. Die Dinger. Ja. Easy. Easy. Absolut easy. Ja. Das ist ja wirklich. Als hätte ich es gewusst, als ich das zusammengedengelt habe hier. Gebaut habe. So. Man könnte sogar sagen, dass ich hier quasi genug Platz gelassen habe für so einen doofen Förderlift. So mehr oder weniger zumindest. So. Geht hier rüber. Geht da hoch. Jawohl. Wir machen mal hier sowas. Geht. So. Moment, da brauchen wir noch was. Hier. Falsch. Hier. Dann machen wir hier auch nochmal. So. Ach Mensch. So, von hier darüber. Von da aus. Darüber, von hier aus, darüber. So. Und da sagen wir Icon auswählen. Kühlkörper. Und der Text zur Uranverarbeitung. Uranverarbeitung. So, soll ja keiner sagen, dass ich nicht wenigstens versuche, einigermaßen ordentlich zu machen. Bedeutet, wir tun hier eine Drohne drauf.
Und jetzt nehmen wir HQ. Kühl. Körperexport. Aber das war gar nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Vielmehr wollte ich einen weiteren Drohnenflugplatz bauen für die Steuerstäbe, ne? Das war eigentlich der ganze, weil wir, ne Quatsch, brauchen wir nicht, weil wir vor Ort bei der Uranverarbeitung die aufteilen werden. Okay, so machen wir das. Alles klar. Dann haben wir eigentlich alles, ne? Stramm behauptet ist die halbe Wahrheit. Wir fliegen zur Uranverarbeitung. Boah, ist aber irgendwie schwer, irgendwie diesmal hier den Kurs zu wechseln. So. Und müssen jetzt hier noch ein paar Flughäfen bauen. Machen wir auf der Seite hier. Bauen hier erstmal nochmal mehr Fläche. Aua. Oh, das hat aber weh. Alter, das habe ich jetzt gar nicht so. Naja. Diese Musik, ne, die erinnert mich immer voll krass an X-Zion. Das habe ich auf dem Kanal gespielt. Auch ein sehr cooles Strategiespiel, wenn es auch ein bisschen stressig ist. Das hatte auch so eine Musik, so eine leicht abgespacede. Also, ne, ich bin jetzt kein Sänger oder so, aber es klang irgendwie so ähnlich. Haben wir nicht nur so ein Heilding? Ja, haben wir. So, nur dich, dass wir jetzt irgendwie zu Tode stürzen, das wäre total, das wäre richtig dämlich. So, wir machen hierhin zwei Drohnenflughäfen. Das ist falsch. Falsch. So. Eins. Zwei. Strom. Eins. Zwei. Boah, das Strahlungslevel, das ist sowas von übel. Das nennen wir Uranverarbeitung. Kühl-Import. Das nennen wir Uranverarbeitung. Stahlträgerimport. Richtig? Ich habe ein gutes Gefühl dabei. So, und jetzt gucken wir noch mal. Strahlungslevel. Ummantelte Geschichte. Das wird hergestellt in einem Manufaktor. Okay. Ein Manufaktor. So, der kommt dahin, weil ja von der Richtung irgendwoher Steuerstäbe noch kommen müssen. Die irgendwo sein müssen. Ja, da sind sie auch. Tatsächlich. Es war nicht nur eingebildet, sondern es ist tatsächlich so. Am besten... Hier so. So, da kommt ein Splitter drauf. Falsch. Splitter. Da kommt ein Dingsbums drauf. Den fahren wir auch ein bisschen höher. Weil wir es können, hauptsächlich. So, der fährt dann hier rüber. So. Einmal quer rüber. Da kommen sie. Der fährt dann hier drunter. Einfach, weil es irgendwie einigermaßen ordentlich aussieht. Und dann da rein. Das kommt da rein. Und das kommt da rein. Falsch. Entschuldigung. Das kommt da rein. Und das kommt falsch. Immer so Kleinigkeiten sind immer noch. So kleine Niggeligkeiten immer und immer und immer und immer und immer wieder.
weil ich einfach ein kleines bisschen zu blöd bin. Kann man einfach so sagen. So. Achso, und jetzt muss man natürlich sagen... Ich muss rüber, ne? Ich muss ins Heimat, ins HQ rüber, um dann zu sagen, dass es hier rauskommen soll. Aber was wir schon mal machen können, wenn das alles funktioniert, der ganze Sums da ist, das Ding auch Strom hat, dann kommen da Plutoniumbrennstäbe raus, 0,25 in der Minute. Und da kommt hier ein Atomkraftwerk hin. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber wir machen es einfach. Ne? Moment, dann machen wir das mal weg da. Und das machen wir mal zu. So. Und dann kommt da das Atomkraftwerk hin. Bam, 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 bam. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Vermutlich macht das eher Sinn, dass da die Ergebnisse hier da hinten unterzumischen. Hier. Oder da. Egal. Weil das sind ja ohnehin schon zu viele hier. Aber wir probieren es mal aus. Wir probieren es beim einen Atomkraftwerk aus. Dann schauen wir mal, was so der Verbrauch ist und sowas. Und dann gucken wir mal, ob das Sinn macht oder nicht. Vermutlich nicht. Aber wir werden sehen. Nee. Lieber so. Aber ist eigentlich egal. So. So, und das müsste natürlich auch am Strom angeschlossen werden. Okay, kein Treibstoff. Genau. So, jetzt springen wir zurück. Und dann haben wir es. Ich glaube, dann haben wir es tatsächlich. Dann müsste es richtig sein. Oh, das war schon wieder schmerzhaft. Man verliert den Respekt für Fallschaden irgendwann, weil das ja gar keine Rolle mehr spielt so richtig. Ja, naja. Ich suche gerade meine neue Eisenbahnstrecke da. Das ist die neue Eisenbahnstrecke, die der steht übrigens auf dem Pilz hier, ne? Da, genau. Die da hinten irgendwo landet. Da hinten sieht man es gerade. Da wird jetzt noch Kunststoff und Öl hergestellt. Gummi. Zu weit geflogen. So, einmal hier. Du, bitte, dieser Landeplatz. Uranverarbeitung. Um ganz sicher zu gehen. Ne, Kühlkörperimport ist richtig. So, viel Spaß. Du bist randvoll mit Kühlkörpern. Hoffe ich. Da müsste gleich hier... Na, ich hoffe, dass die Drohne jetzt wirklich voll ist. Werden wir nachher sehen. Und wir machen den Überflug hier hinten zu den Stahlträgern. Schicken die Drohne auch zum Stahlträgerimport. Und dann müsste es gehen. Dann müsste es funktionieren. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die ersten ummantelten Plutoniumbrennstäbe hergestellt worden sind, mit dem wir dann Energie produzieren. Ich hoffe, dass das hier mit dem Benzin klappt. Aber ihr habt in den Kommentaren ja gesagt, ich hätte auch die ganze Zeit dieses Benzin benutzen können. Irgendwie hatte ich immer gedacht, Drohnen brauchen Batterien, weil es in der Beschreibung drin steht, dass hier Batterien für Drohnen sind. Dachte ich immer, ja, das ist dann halt so. Ja. Aber ist halt da nicht so. Stahlträger, Import. Es geht ab. So, wir fliegen zurück zu unserer Kanone und lassen uns wieder zum Atomkraftwerk, zur Uranverarbeitung, so nenne ich es mal, rüber katapultieren. Und dann gucken wir uns mal an, ob es funktioniert hat. Müsste eigentlich. Die Frage ist halt der Verbrauch. Und was mache ich dann mit dem neuen Atommüll? Was ich dir einmal quer über die Uranverarbeitung per Laufband wieder auf die andere Seite bringen, wo es dann wieder in diesen Kreislauf eingedingst wird? Vermutlich schon, ne?
meine, mittlerweile ist ja sowieso so, dass das jetzt alles verstrahlt ist. Tutto completi. Von daher ist jeglicher Aufenthalt in der Uranverarbeitung dann ohnehin ja Mist. Aber gut, so ist es halt. So, Kühlkörper sind da. Sieht man da. Ja, da sehen wir die Kühlkörper. So, und da müssen jetzt die Stahlträger gleich kommen. Da landen sie gerade. Ich würde mal sagen, Zeit für einen Kaffee, der natürlich jetzt kalt ist. Ich habe mir vorgenommen, in der Folge ein bisschen Kaffee zu trinken. Achso, ich hatte mir einen Kaffee gemacht und habe dann überlegt, ach, jetzt mache ich eine Folge. Das war unklug. Und dachte, ja, kannst du zwischendurch trinken, weil ich vergesse das dann immer. Aber jetzt gerade eine gute Gelegenheit. So, da müssten gleich, man sieht jetzt die Drohne von hier oben aus nicht mehr, aber da müsste gleich das Wunder geschehen. Kommen wir wieder ein bisschen näher dran. Ist zugegangen gerade. Ja. Sehr gut. Stahlträger sind go. Fließen rein. Da passiert was, da bewegt sich was. Das Ding ist grün oben. Jetzt gehen wir nochmal gucken. So. Oh ja, dauert ein Ticken, aber es wird gemacht. Der Plutonium-Brennstab kommt. Ich würde mal sagen, diese Konstruktionszeit, die überspringen wir mal eben. Beziehungsweise, wir warten gar nicht großartig. Also das Ding ist jetzt bei 50% oder so. 65. Wir warten gar nicht großartig, weil hier wird ja bestimmt auch Müll rauskommen. Und diesen Müll, da kümmern wir uns direkt drum. Wir sagen, wir führen das hier ganz weit nach oben, so weit wie es geht. Und dann noch höher. So. Müssen wir ein bisschen schätzen. Vor allem müssen wir auf unser Fluggerät hier so ein bisschen achten. So. Und noch ein bisschen höher. So. Zack. Da fliegen wir auch hoch. Ich habe übrigens gerade noch was verbessert, weil ich hatte zwar daran gedacht, dass das Wasser aus diesem Gerät da, aus dem da, muss ja abgeführt werden. Ich hatte aber vergessen zu sagen, dass hier, das ist die Packstation, wovor die Schwefelsäure verpackt und vernichtet wurde, hatte vergessen zu sagen, dass die ja jetzt auch Wasser verpacken soll. Deswegen hat die nichts gemacht, deswegen hat sich das Wasser da angestaut, deswegen kam mir nichts mehr nach und der Teilchenbeschleuniger arbeitete nicht mehr. Und so war das. Und jetzt sehe ich gerade, dass da unten das nächste Problem ist, denn ich habe ja da die Laufbinde abgebaut und jetzt noch nicht wieder neu gebaut. Das müssen wir gleich noch machen. Aber jetzt sind wir erstmal hier oben. Jetzt müssen wir irgendwie da rüberkommen. Ich habe nicht so richtig die Ahnung, wie wir das am besten machen. Soweit hatte ich nicht gedacht, muss ich gestehen. Dass das natürlich nicht darüber reichen würde. War ja an sich klar. Wir müssen einen Turm bauen. Können wir nichts machen. Aber bevor wir das machen, machen wir das mal eben hier. So. Können wir mit Wasser der Vernichtung zuführen. So, dann bauen wir hier in die Mitte mal einen Turm. Einen sehr hohen Turm. Ich hoffe, es ist mit einem getan. Den löschen wir danach wieder. Den machen wir jetzt einfach nur, weil es sein muss. Einfach damit wir den Kram, den vermeintlichen Strahlungsmüll da wieder reinkriegen. So. Ich wäre jetzt auch eigentlich so langsam so da bereit, ein unendliches Jetpack zu haben. Ich glaube nicht, dass das gibt, aber ich wäre bereit dafür, falls ihr euch das fragt. So. So. Selbst hier oben ist noch Strahlung, ne? Ey, schon krass. Naja, es ist, wie es ist. So. Ist jetzt ein bisschen geschummelt, aber ich wollte jetzt hier oben so eine Verbindung haben. Ja, ist jetzt nicht ganz gerade, ne? Okay, dann nehmen wir einen wieder weg. Ja. Reicht nicht. Kriegen wir aber hin. Ach ja. Standard. Ne, jetzt können wir wieder supen. Zack.
falsch. Und zack. So. Hoho. Oh. Habe ich alle erwischt? Yo. Man muss seine Siege auch mal nehmen, wo man sie findet. So, ist das hier am Start hier? Ja, ein Plutonium. Es braucht nur 0,1 in der Minute. Und produziert 10 Plutoniumabfall. Plutoniumabfall? Plutoniumabfall, Plutoniumabfall ist doch was anderes als das hier, oder? Uranabfall, scheiße. Scheiße. Okay. Ich dachte, das wäre das Gleiche. Ist aber nicht. Das Plutonium ist was anderes. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber ich weiß auch nicht, was wir jetzt über das Plutonium am Fall machen können. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil wir sind jetzt nicht so wirklich richtig weitergekommen. Wir haben jetzt das nächste Abfallprodukt, was uns auf den Keks geht. Aber ist halt so. Gut, was willst du machen? Wir haben jetzt hier keinen Uranabfall mehr, sondern Plutoniumabfall. Ich hoffe, ich habe reagiert, bevor das erste... Ich glaube, ich habe reagiert, bevor das erste fällig wurde. Damit alles irgendwie trotzdem noch funktioniert. Jetzt kann ich natürlich hier den Plutonium, einen Plutoniumturm bauen. Mit der gleichen Problematik wie vorher auch. Aber das machen wir mal weg hier. Aber lassen wir jetzt erstmal. Das lassen wir jetzt erstmal. Wir gucken mal, was noch so kommt. Ich glaube fest daran. Na, shit. Reicht nicht. Ich glaube fest daran, dass es dafür auch eine Lösung geben wird. In den nächsten Sachen. Da fällt mir gerade sowieso ein, wir können mal eben zurückfliegen. Das machen wir jetzt nochmal zum Abschluss dieser Folge und gucken mal einfach, was es noch so gibt. Also, wo der nächste Meilenstein ist, was wir mit dem nächsten Meilenstein so machen können. Denn das habe ich noch gar nicht geguckt. Weil da kann ja schon der nächste Hinweis sein. Genau, ich habe das Ding abgefeuert und ich habe gar nicht reingeguckt, was es als nächstes gibt. Beziehungsweise ich glaube, ich kann es gar nicht sehen, weil ich Phase 4 erst abschließen muss. Zack. Ja. Okay, da muss ich die nukleare Pasta bauen und wahrscheinlich einen Druckumwandlungsblock für und dann passt das. Ja, produziert radioaktiven Plutoniummüll, nachdem es verbraucht wurde. Achtung, höchst radioaktiv. Nee, was sind das Arschlöcher hier? Naja, gut. Egal, ich glaube, mit Anbetracht der Uhrzeit war es das für diese Folge. Wir schauen dann in der nächsten Folge mal, dass wir die Phase 4 abgeschlossen bekommen. Also ich werde jetzt aufkämen, die nukleare Pasta da was produzieren, damit das fertig ist und wir in der nächsten Folge dann in die nächste und letzte Phase dann von Satisfactory starten können. Ich würde gerne zwischendurch aber noch, vielleicht machen wir das auch davor oder während ich darauf warte, dass wir genug nukleare Pasta haben, ich würde den Rest der Welt gerne mal erkunden. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Wir nähern uns jetzt so nach meinem Empfinden dem Ende des Spiels. Ich glaube nicht, dass es noch viele Ressourcen gibt, die ich noch nicht kenne. Also das Ende des Spiels im Sinne dieser Phasen- und Weltraumlifte. Das Spiel selber wird ja Open End sein. Aber ich glaube, dem nähern wir uns jetzt und ich habe die Welt gefühlt immer noch nur, ich würde mal vermuten, vielleicht ein Drittel oder so gesehen. Also von daher, das müssen wir auch noch machen. Vielleicht machen wir dann Folgendes. Ich mache Offcam die nukleare Pasta, dass das schon mal reinlaufen kann in den Weltraumlift. Und in der nächsten Folge gucken wir uns einfach die Welt nochmal an und schauen nochmal so, was es da noch so alles zu erkunden gibt. Genau. Und dann schauen wir dann danach gemeinsam vielleicht in die nächste Phase. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. So machen wir es. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn ich irgendwie gefühlt wieder mal extrem planlos unterwegs war.
Und ich habe vollstes Verständnis dafür, dass ihr den Baustil, den ich da habe, nicht attraktiv findet. Ich finde den auch nicht so besonders attraktiv. Ich habe es aber einfach aufgegeben irgendwie. Ne? Also ich merke, wenn ich jetzt anfange, das noch in schön zu bauen, dafür fehlt mir, das muss ich jetzt, mal Real Talk, wie die Jugend so sagt, wirklich mal sagen, dafür fehlt mir die Zeit. Ne? Ich habe nicht die Zeit, neben Beruf, Familie, Haus, eigentlich andersrum, Familie, Beruf, Haus und YouTube-Channel noch Zeit zu, ich will nicht sagen verplempern, aber das hier in schön zu machen. Ich will mit euch das Spiel gemeinsam entdecken, was es so zu sehen gibt und zu erleben gibt in dem Spiel und das für das Schönbauen. Da müsste ich ja jetzt ganze Bereiche komplett nochmal abreißen und neu aufbauen. Das würde mich locker auch nochmal allein das schön machen. Wahrscheinlich 100 Stunden kosten. Das wären 100 Stunden, in denen ich keine Aufnahmen machen könnte. So, und das möchte ich nicht. Ich möchte lieber Aufnahmen machen, mit euch zusammen das Spiel kennenlernen. Die Unordnung zu überblicken, das ist halt meine Bürde. Aber das passt bis jetzt. Und ich denke, wenn es bis jetzt passt, dann passt es in der letzten Phase auch noch. Das wird schon hinhauen. Also von daher, das ist der Grund, warum ich so baue und nicht schön baue, weil es einfach, weil ich dafür die Zeit nicht habe. Wenn ich das machen würde, könnte ich keine Aufnahmen machen. Punkt. Das ist eigentlich die Kurzfassung. Gut, ich hoffe trotzdem, dass es euch Spaß macht, mit mir zusammen das Spiel hier zu erkunden. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Wir nähern uns, denke ich, vermute ich, schon mit relativ großen Schritten dem Ende. Vielleicht werde ich auch in 10 weiteren Folgen meine Worte fressen. Ich weiß es nicht. Werden wir gemeinsam erleben. Gut, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Deswegen hoffe ich, dass ihr bis dahin eine schöne Zeit habt. Heute noch einen schönen Tag und dann verabschiede ich mich mit einem Gruß, euer 80.